Auch unter den Feuerwehrleuten ist der Schock enorm und geht weit über Berlin-Neukölln hinaus. Nach dem Brand in einem Hochhaus, bei dem am Freitag zwei Menschen ums Leben gekommen sind, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Eine Frau und ein Mann haben den Sprung aus dem 12. Stock des Hochhauses nicht überlebt. Die Feuerwehrleute hatten die Sprungtücher noch nicht richtig ausgebreitet. Das Material ist ohnehin nicht für Sprünge aus mehr als 15 Metern Höhe gedacht.